Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS. Im letzten Part haben wir jetzt mit dem allerletzten Charakter, nämlich mit dem Mii, den klassischen Modus abgeschlossen auf 9.0 und damit haben wir es jetzt mit jedem Einzelnen geschafft. Und jetzt geht's weiter mit dem All-Star-Modus. Und das darf natürlich als allererstes wieder der gute alte Mario machen. Ihr könnt rechts unten auf dem Touchscreen erkennen, ich habe schon mit Mario und Luigi es auf schwer gemacht, um es so ein bisschen zu üben und zu gucken, wie das so ist. Und ja, müssten wir eigentlich hinbekommen, glaube ich. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich nehme mir jetzt auch für jeden Part immer vor, dass wir es mit zwei Charakteren hintereinander schaffen, den All-Star-Modus. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen und weil ich euch ja eh schon eigentlich alles andere gezeigt habe. Wir haben ja schon einmal den klassischen Modus in diesem Let's Play gespielt. Aber nur auf normal, glaube ich. Das war mit Zelda, wenn mich nicht alles täuscht. Also da habe ich einen zufälligen Charakter genommen. Und für diejenigen, die das nicht gesehen haben, ich kann jetzt gerne nochmal kurz erklären, worum es im All-Star-Modus geht und worin es sich im klassischen Modus unterscheidet. Es ist so, im All-Star-Modus muss man gegen jeden einzelnen Charakter aus diesem Spiel einmal antreten. Und hier in Brawl ist es so, dass die Charaktere sortiert sind nach ihrem ersten Auftritt. Deswegen spielen wir hier gerade gegen Pac-Man, Mr. Game & Watch, Donkey Kong, Little Mac, Mario und Luigi. Also die, oder war Mario auch dabei? Doch, Mario war auch dabei. Also gegen die allerersten Nintendo-Charaktere, beziehungsweise Pac-Man ist ja gar kein Nintendo-Charakter, aber halt die allerersten Charaktere von dem Spiel. Und ein weiterer großer Unterschied zum klassischen Modus ist, dass wir nur ein einziges Leben haben, nicht zwei, und dass der Schaden von Stage zu Stage gespeichert bleibt. Aber weil das ja sonst ziemlich unfair wäre, gibt es eine kleine Änderung, nämlich die folgende: Zwischen den Kämpfen landet man hier in so einer Zwischenzone. Hier gibt es auch meistens eine Trophäe einzusammeln. Und wir können jetzt gleich sehen, gegen wen wir als nächstes alles kämpfen müssen. Also gegen Duck Hunt, Rob, Peach, Bowser, Link, Zelda und Samus. Und hier haben wir vier Heil-Items: zweimal Herzcontainer, der 100 heilt, eine Feenflasche, die 100 heilt, wenn man über 100% hat, und eine Maxi-Tomate, die 50% heilt. Und im Hintergrund hier 1984 bis 86 können wir auch immer die Jahre sehen, in denen diese Charaktere zum ersten Mal aufgetreten sind. Okay, dann habe ich jetzt das alles nochmal schnell erklärt, das Wichtigste. Und was auch wichtig zu wissen ist, ist die Tatsache, dass wir deutlich mehr Schaden machen mit unserem Charakter. Also wenn ich eine Smash-Attacke mache, dann mache ich meistens 40 bis 50 Schaden auf einmal. Das ist natürlich viel mehr als normal. Aber ihr müsst bedenken, wir müssen gegen 48 Charaktere, glaube ich, kämpfen. Und wenn die genauso stark wären wie wir, dann wäre das ein bisschen unfair. Und deswegen hat man es so gemacht, dass man selber so ein bisschen stärker ist als die anderen. Das hat sich auch im schweren Modus nicht geändert. Also ich glaube, der einzige Unterschied vom schweren zum normalen Modus ist halt, dass die Schwierigkeitsstufe von den Computern höher ist, also dass sie halt besser angreifen und besser ausweichen und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie mehr aushalten würden oder so oder stärkere Angriffe an sich hätten. Das stimmt, glaube ich nicht, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Okay. Und noch etwas. Es gab ja noch eine Sache, die ich euch in diesem Let's Play noch unbedingt zeigen wollte, nämlich die ganzen alternativen Attacken von den ganzen Charakteren. Wir haben 29 Schaden, ja, das schaffen wir schon. Die ganzen alternativen Attacken von den Charakteren wollte ich euch ja noch zeigen. Das wollte ich eigentlich unter anderem hier im All-Star-Modus machen, aber da ist mir aufgefallen, da geht's nicht. Also man kann im All-Star-Modus seine Custom-Charaktere nicht benutzen. Aber das finde ich auch gut so, denn ich habe euch ja schon mal gesagt, es wäre ziemlich overpowered, weil es gibt ja einen Ausrüstungsgegenstand, mit dem man sich heilen kann. Und dann geht quasi der ganze Sinn vom klassischen, warum sage ich immer klassischen? Dann geht der ganze Sinn vom All-Star-Modus quasi verloren. Weil genau das ist es ja, dass man auch teilweise mal ein bisschen was riskieren muss und eben genau überlegen sollte, wann man seine Heil-Items benutzt. Also das ist schon gut gemacht so. Alter, hör mal auf zu nerven, Dr. Mario. Oh Mann, ich werde hier voll fertig gemacht von denen. Aber um euch die alternativen Spezialattacken doch noch zu präsentieren, also jetzt nicht zeigen, aber zumindest erklären, habe ich mir gedacht, das machen wir während dem All-Star-Modus. Denn da kann ich euch ja zumindest was dazu sagen. Wir werden sie dann zwar nicht sehen, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. So, bei Mario ist es nämlich so, er hat ja hier als Standard-Spezial seinen Feuerball, wie ihr mit Sicherheit wisst. Und eine
Abwandlung davon ist ein riesengroßer Feuerball, den haben wir, glaube ich, sogar auch schon gesehen, der aber nur mega langsam nach vorne geht, aber dafür relativ viel Schaden macht. Und eine weitere Abwandlung davon ist ein sehr, sehr kleiner Feuerball, der schnell nach vorne saust, der auch nicht auf dem Boden aufspringt, sondern geradlinig nach vorne fliegt und dafür aber nur wenig Schaden macht und den Gegner quasi fast gar nicht weghaut. Dann bei seiner seitlichen Spezialattacke, jetzt nehmen wir mal was, wir nehmen den Herzcontainer, ja. Bei seiner seitlichen Spezialattacke, das ist ja sein Cape, da ist die erste Abwandlung, dass es keine Geschosse mehr reflektieren kann, dafür aber so Elektroschocks raushaut und die wohl relativ stark sind. Und die andere Abwandlung von dem Cape ist noch, dass es schon reflektieren kann. Und dass außerdem ein Windstoß ausgelöst wird, der nicht so stark ist, aber der Gegner dafür weghauen kann. Also so ähnlich wie sein Dreck weg, könnte man sagen. Und apropos Dreck weg, der hat natürlich auch zwei Abwandlungen. Nämlich einmal, ich muss das immer ablesen, das ist jetzt ein bisschen ungünstig während dem Kämpfen. Einmal, dass heißes Wasser aus dem Dreck weg herausgeschossen wird, das geringe Reichweite hat, aber dafür Schaden machen kann beim Gegner. Und das ist eigentlich relativ gut, weil ich finde den Dreck weg jetzt nicht ganz so nützlich. Aber wenn der Schaden machen kann, und zwar der macht auch nicht gerade allzu wenig, dann ist das schon relativ hilfreich, finde ich. Und die andere Abwandlung ist, dass es lange zum Aufladen braucht, der Dreck weg, aber dafür das Wasser einen sehr weit wegdrückt, aber auch keinen Schaden macht. Gut, und dann fehlen noch die Spezialattacken nach oben. Da hat er ja hier seinen Münzsprung. Eine Abwandlung davon ist, dass der Münzsprung viel, viel höher geht, also wahrscheinlich doppelt so hoch oder so, aber dafür überhaupt gar keinen Schaden macht. Oder das genaue Gegenteil, dass er nur ganz, ganz kurz geht, überhaupt nicht weit und dafür aber enorm viel Schaden macht. Also ihr merkt schon, es ist bei den meisten Spezialattacken so, die ganz normale Spezialattacke, die von Grund auf schon vorausgesetzt ist, ist meistens so ein Mittelding. Und dann gibt es einmal davon eine schnelle, schwache Variante und eine starke, langsame Variante. Das ist eigentlich fast immer so. Das kann man wirklich deutlich bemerken. Und ja, dann wisst ihr jetzt auch über die Spezialattacken von Mario Bescheid. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich sie euch jetzt nicht zeigen kann. Ich wollte es eigentlich hier machen. Ich meine, ich könnte natürlich noch so einen Mega-Ultra-Extra-Spezial-Part machen, wo ich euch all die Custom-Moves dann auch zeige. Aber das würde auch ewig dauern und wäre so ein Mega-Aufwand für mich. Ich meine, ihr müsst ja bedenken, es gibt, wenn man jetzt die Mies mit einberechnet, 51 verschiedene Charaktere und jeder hat 12 verschiedene Moves. Ja, 51 mal 12 sind 612, glaube ich, oder so. Also auf jeden Fall verdammt viele Spezialattacken und die alle zu zeigen, stellt euch das mal vor. In einem Video 600 verschiedene Moves und dann auch noch was dazu kommentieren. Also, nee. Das. Nee, nee, nee. So viel Arbeit möchte ich mir dann doch nicht machen. Ich meine, da bräuchte ich ja eine Woche lang allein für diesen Part oder so. Also, nee. Aber wie gesagt, ich erkläre euch immer, wenn wir jetzt den All-Star-Modus spielen, mit dem jeweiligen Charakter, dann erkläre ich euch immer, was der alles für alternative Attacken hat. Und ich denke mal, das ist auch okay. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir. Ja, doch, wäre es. Passt schon. Es wäre schlau, wenn wir einen Herzcontainer nehmen. Also der All-Star-Modus ist wirklich nicht so schwierig. Auch beim Schwierigkeitsgrad schwierig. Das war jetzt viel schwierig hintereinander. Also es geht schon. Was ich euch auch empfehlen würde, ist etwas, was ich eigentlich nicht wirklich empfehlen würde bei Smash, aber macht einfach die ganze Zeit Smash-Attacken. Das ist zwar ein bisschen blöd, also online, wenn ihr online spielt, dann dürft ihr das auf keinen Fall machen, weil dann seid ihr sehr, sehr angreifbar. Aber hier ist es so, dass die Gegner das meistens nicht wirklich gut ausnutzen können, wenn man sie mal nicht trifft. Und mit einer Smash-Attacke macht man halt, wie gesagt, 40 bis 50 Schaden oder so. Und wenn sie voll aufgeladen ist, sogar 60 oder so, glaube ich. Also das hängt natürlich auch von Charakter zu Charakter ab, das ist unterschiedlich, aber so ungefähr ist das schon ein ganz guter Richtwert, 40 bis 50 Schaden. Und das ist natürlich mega viel. Ich meine, man muss den zwei, dreimal treffen mit den Smash-Attacken und dann ist er schon tot, der Gegner. Also, es sollte wirklich überhaupt kein Problem sein hier. Selbst auf schwierig. Man muss halt nur aufpassen, dass man nichts riskiert. Weil man muss sich halt ständig der Tatsache bewusst sein, dass man nur ein einziges Leben hat. Deswegen würde ich es auch hier nicht empfehlen, Gegnern hinterherzuspringen, wenn sie von der Kante geflogen sind. Das würde ich online schon machen, weil das
ziemlich gut ist, aber halt auch ein bisschen riskant. Und da kann man schnell mal selber drauf gehen und wenn das dann passiert, ja, dann ist ziemlich schlecht. Also das sollte man dann doch eher lassen. Okay, und jetzt kommt glaube ich schon der letzte Kampf. Genau. Ja, die Fee kann ich jetzt leider nicht mehr benutzen, weil ich zu wenig Schaden habe, aber 3% sollte jetzt eh, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Ob 3% oder 0%, das müsste schon so passen. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass es im All-Star-Modus so ist, dass man seine alternativen Attacken ni nicht benutzen kann. Oder nicht nur die alternativen Attacken, auch die Ausrüstungsgegenstände. Ich frage mich dann aber, warum es im klassischen Modus geht. Ich meine, hätte man es doch so machen können, dass es da auch nicht funktioniert. Ja, beziehungsweise es geht ja auch nicht wirklich, weil wir haben ja, als wir im letzten Part mit dem Mii gespielt haben, boah, ich werde hier ganz schön fertig gemacht. Als wir im letzten Part mit dem Mii gespielt haben, habe ich ja auch mit meinem personalisierten Mii gespielt. Und da war es ja so, dass ich dem auch einen Ausrüstungsgegenstand gegeben habe, der den Effekt hatte, dass wir uns heilen konnten. Das wurde aber nicht ausgelöst, sondern erst beim Boss gegen den Master Core. Und auch schon gegen Meister Hand und Crazy Hand. Also davor aber nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so war. Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Ich meine, man kann den schon aus. Nein, oh Gott! Ach du Scheiße. Man kann den schon auswählen als alternativen Charakter mit seinem personalisierten Zeugs und dann geht es aber nur beim Final Boss und auf dem Weg zu ihm nicht. Also das fand ich echt ein bisschen komisch irgendwie. Aber dass es hier nicht geht, finde ich auf jeden Fall gut, weil das wäre mega einfach. Also da hätte niemand Probleme damit. Man braucht nur diesen einen Ausrüstungsgegenstand, wo man sich heilen kann und dann wären alle Probleme fort. Ja, und wir können sehen, wir haben Mario, Luigi und Zelda schon als Trophäe. Und es sind nicht die Standard-Trophäen, wie die Charaktere einfach nur dastehen, sondern es sind, glaube ich, fast immer welche, wie sie gerade eine Attacke machen. Oder halt bestimmte Sachen. Und sie haben auch immer ein alternatives Kostüm an. Ich glaube wirklich immer. Müsste eigentlich schon so sein. Weil im klassischen Modus hat man ja einfach nur die ganz normalen Charaktere bekommen in ihren ganz normalen Kostümen, wie sie einfach in der Gegend rumstehen und nichts machen. Aber hier beim All-Star-Modus sind die Trophäen ein bisschen mehr Action geladen und auch eben mit den alternativen Kostümen. Und auch hier die Bilder im All-Star-Modus sind andere. Das weiß ich auch schon, weil wir haben ja schon eben mit Zelda gespielt und ich habe schon mit Mario und Luigi gespielt. Mit all den anderen Charakteren habe ich es aber noch nicht gemacht. Aber es sollte eigentlich mit keinem wirkliche Probleme geben. Wir werden bestimmt mal mit irgendeinem sterben, weil das komplett zu schaffen, ohne zu sterben, geht einfach nicht. Ich meine, es sind 51 Charaktere, mit denen ich das machen muss. Deswegen werde ich bestimmt irgendwann mal sterben, aber es sollte schon so selten wie möglich vorkommen. Also unter 10 Mal. Vielleicht sogar unter 5. Ja, unter 5 ist wahrscheinlich zu viel verlangt, aber unter 10 Mal nur sterben. Das wäre doch ganz cool, finde ich. Und ich glaube, ich werde es auch hier immer so machen. Obwohl, ich weiß es ja noch gar nicht, wie das ist. Ich weiß ja noch nicht, wie das ist, wenn man stirbt. Ob man dann wieder von der Stage anfangen darf oder wieder von vorne anfangen muss. Wahrscheinlich von vorne. Aber ich glaube, das werde ich dann immer so machen, dass ich dann immer bis zu dem Punkt, wo ich gestorben bin, schneide, dass wir das nicht alles nochmal sehen müssen. Und auf dem Bild sehen wir gerade den Traum von Mario, der sich aber wahrscheinlich so ziemlich nie erfüllen wird. Er kriegt, wenn dann, nur immer ein Küsschen auf die Backe oder so. Oder auf die Nase. Mehr nicht. Okay. Ja, und wir können sehen, wir schaffen es in unter einer Viertelstunde mit einem Charakter, deswegen ist das eigentlich ganz gut. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir es immer mit zwei Charakteren hinbekommen. Okay, als nächstes ist Luigi an der Reihe. Wir kämpfen auch wieder jetzt als erstes gegen Pac-Man, Game & Watch, Little Mac, Mario, Luigi und Donkey Kong. Ist doch so? Genau. Hier in der ersten Stage ist es auch so, dass wir gegen sechs Charaktere kämpfen und in all den anderen Stages kämpfen wir immer gegen sieben Charaktere. Das liegt halt daran, dass es 48 insgesamt sind und dass das fast durch 7 teilbar ist, aber halt nur fast. Und deswegen kämpfen wir hier einmal gegen 6 Charaktere. Und was auch ganz interessant ist am All-Star-Modus, was man sich so ein bisschen als Trick vielleicht merken kann, wenn man nicht wirklich weiß, wann man seine Heil-Items benutzen soll. Es gibt hier im All-Star-Modus nur insgesamt 7 Kämpfe. Eben einmal gegen 6 Charaktere, jetzt am Anfang, und dann immer gegen 7 Charaktere. Und es gibt ja 4 Heil-Items. Das bedeutet, wenn ihr die ersten. Fuck. Wenn ihr die ersten 3 Kämpfe meistert, ohne ein Heil-Item zu benutzen,
dann könnt ihr danach in jedem weiteren Kampf schon eins benutzen. Oder vor jedem weiteren Kampf, sollte ich sagen. Weil es eben nur so wenig Kämpfe gibt und trotzdem relativ viele Heil-Items. Das war in Brawl zum Beispiel noch viel schwieriger. Weil dort hatte man ja nur drei Heil-Items. Und man hat aber... Wie viele Kämpfe bestritten? Viel mehr auf jeden Fall, so 15 oder so würde ich sagen. Weil da hat man ja auch teilweise gegen einzelne Charaktere gekämpft. Aber hier sind es nur insgesamt 7 Kämpfe. Deswegen kann man sich das schon als Richtlinie ganz gut merken, denke ich. So, komm her und stirb. Okay. Und dann werde ich euch jetzt wieder, während wir hier uns durch die Gegend kämpfen, ein bisschen die ganzen alternativen Spezialangriffe von Luigi erklären. Ich muss aber jetzt schon überlegen, ob ich mir was zum Heilen nehmen soll. Ich bin aber eigentlich für Nein. Das müssten wir schon hinkriegen. Doch, doch. Weil ich glaube, es ist auch so, dass nicht nur wir stärker sind, es ist auch so, dass die Gegner schwächer sind. Habe ich zumindest bemerkt, als ich Offscreen gespielt habe mit Luigi und Mario auf schwer. Weil da hatte ich teilweise schon über 100 Schaden und habe dann mal von Ike eine Smash-Attacke abbekommen. Und Ike ist ja mega stark, vor allem seine Smash-Angriffe. Aber ich bin kaum weggeflogen, obwohl ich über 100 Schaden hatte. Also, die sind auch deutlich schwächer, die Gegner. Sowohl in Verteidigung als auch im Angriff. Okay, jetzt zu den ganzen alternativen Attacken von Luigi. Seine ganz normale Spezialattacke ist ja der Feuerball, wie wir wissen, der grüne Feuerball. Und die erste Abwandlung davon ist, dass der Feuerball im Prinzip zu dem von Mario wird. Also er fliegt nicht geradlinig, sondern er springt auf dem Boden entlang. Und je öfter er vom Boden abgeprallt ist, desto schwächer wird er. Ich weiß gar nicht, ob das bei Mario auch der Fall ist, aber das ist auf jeden Fall bei Luigi so. Und seine zweite Abwandlung davon ist ein Eisball, der eine nur geringe Reichweite hat und auch relativ langsam ist. Aber wenn er den Gegner trifft und der schon einigermaßen viel Schaden hat, dann kann der Gegner sogar eingefroren werden. Also so ähnlich, wie wenn man einen Froster zum Beispiel auf ihn werfen würde. Ist auf jeden Fall ziemlich episch eigentlich. Okay. Und jetzt werde ich auf jeden Fall ein Heil-Item benutzen. Und wir haben ja, glaube ich, auch über 100 Schaden. Und deswegen benutzen wir... Ah, nee, haben wir nicht, verdammt. Okay, dann muss ich halt einen Herzcontainer nehmen. Okay. Dann seine seitliche Spezialattacke ist ja diese Rakete da. Die erste Abwandlung davon ist, dass er geradlinig fliegt, es schnell aufgeladen werden kann, dafür aber nur wenig Schaden macht. Also hier fliegt er ja so ein bisschen... Ja, er fliegt zwar auch relativ geradlinig, aber da fliegt er halt wirklich ganz gerade, ganz, ganz parallel zum Boden. Und dafür kann man es auch schneller aufladen, aber es macht halt weniger Schaden. Und die andere Abwandlung davon ist, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, wieder mal eine stärkere Version. Nämlich, ja, obwohl die ist gar nicht unbedingt schneller, aber er fliegt auf jeden Fall, die ist gar nicht unbedingt stärker, meine ich, sondern schneller. Er fliegt nämlich schneller durch die Gegend, und er fliegt auch weiter. Aber es ist so, wenn er den Gegner verfehlt und wieder auf dem Boden aufkommt, dann rutscht er noch ewig weit auf dem Boden entlang. Also ist so ein bisschen die riskantere Attacke, sage ich mal. Und stirbt mal. Nein. Oh Gott. Das wird jetzt richtig kacke hier mit dem Yellow Devil. Weil der mir halt auch ziemlich viel Schaden machen wird. Stirb endlich. Sehr schön. Und wenn die da alle reingehen, müssten die eigentlich sterben. Geht rein jetzt. Geh rein da. Geh rein. Ja, dann nicht. Dann stirb so. Auch okay. Ja, mit Luigi stellen wir uns leider nicht so ganz gut an. Also, ich glaube trotzdem nicht, dass wir sterben werden. Aber bisher läuft es jetzt nicht so hundertprozentig nach Plan. So. Dann seine Spezialattacke nach unten. Ist ja hier der Tornado-Dreher oder so. Der hat natürlich auch wieder zwei Abwandlungen. Nämlich einmal, dass man viel Auftrieb hat, also weit nach oben kommt, dafür aber wenig seitlich und Gegner noch weggewirbelt werden können. Also das ist so, wenn ich sie treffe, während ich so durch die Gegend wirble, dann werden sie eben von mir weggestoßen. Und ganz am Ende macht ja Luigi nochmal so einen kleinen Angriff, wo er seine Arme so nach außen schmeißt. Und währenddessen können sie aber schon getroffen werden, aber während er durch die Gegend wirbelt, dann nehmen sie keinen Schaden, sondern werden eben nur weggeschleudert. Und wir nehmen mal die Maxi-Tomate. Und die andere Abwandlung davon ist, dass die Gegner, wenn ich sie treffe, seitwärts wegfliegen, es auch relativ stark ist, aber ich nahezu keinen Auftrieb habe.
Also kann man auch wieder sagen, es ist einmal die schnelle, aber schwächere Version und einmal die stärkere Version, aber die, die nicht so eine hohe Reichweite hat. Ist im Prinzip wirklich fast immer so, dass es nach dem Motto geht. Okay, dann fehlt noch das nach oben. Das ist ziemlich cool. Da gibt es nämlich einmal eine Variante, die nochmal stärker ist als die eigentliche schon. Ich meine, Luigi hat ja schon das hier, was ein Gegner zumindest hier im All-Star-Modus wahrscheinlich instant killen kann. Aber nee, wenn man normal spielt und der Gegner hat 60, 70 Schaden, würde ich mal vermuten, und ihr trefft ihn damit, dann könnt ihr ja schon sterben. Also echt eine mega starke Attacke. Und davon gibt es eben nochmal eine stärkere Variante, was echt richtig heftig ist. Aber dafür fliegt er auch wieder höher, weniger höher, meine ich. Also er kommt nicht ganz so hoch mit seinem Sprung. Und die andere Abwandlung von der Attacke gefällt mir aber sogar besser. Da ist es so, dass wenn er nach oben springt, dem Gegner schon Schaden machen kann, aber halt immer nur einen. Also diese Mega-Attacke geht nicht. Aber wenn er wieder nach unten fällt, dann kann er den Gegner auch treffen. Und wenn er ihn beim nach unten fallen trifft, dann haut er ihn in den Boden rein. So ähnlich wie es Donkey Kong mit seiner Spezialattacke nach unten machen kann, oder die Wii Fit Trainerin mit ihrer ganz normalen Combo, oder wie mit diesem einen Item da, mit dieser Falle. Also so kann er dann den Gegner in den Boden rammen und dann noch eine Combo hinterher setzen. Also das ist schon relativ cool. Und wir benutzen kein Heil-Item. Jo, das waren dann, glaube ich, all die alternativen Spezialattacken von Luigi. Ich glaube, ich habe euch alle gesagt. Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Also ja, die alternativen Attacken von Luigi sind eigentlich relativ cool, aber sind sie ja eigentlich von jedem Charakter. Ich finde, das ist schon eine ganz coole Idee eigentlich. Und ich mag auch, wie das umgesetzt wurde. Also, dass man, dass es diese alternativen Attacken gibt, aber dass man sie online nicht benutzen kann, weil das wäre ziemlich kacke. Weil dann müsste man sich jedes Mal wieder neu drauf einstellen, quasi, sage ich mal. Weil, wenn ich jetzt online spiele und ich kämpfe gegen einen Luigi, dann weiß ich ganz genau, ah, okay, Luigi, der hat die und die Attacken. Dann weiß ich zum Beispiel auch bei Luigi, ah, okay, ich muss aufpassen auf seine Spezialattacke nach oben, wenn ich einigermaßen viel Schaden habe, dass er mich da nicht erwischt, weil sonst könnte ich schon sterben. Aber wenn diese alternativen Attacken auch online gehen würden, dann hätte man halt keine Ahnung, was einen jedes Mal erwartet. Und deswegen finde ich das schon gut, dass es sie gibt, weil ich finde es eine tolle Idee. Aber dass man sie halt online nicht benutzen kann, ist schon auch wichtig, finde ich. Okay. Und es ist jetzt sogar ganz gut gelaufen, denn wir haben knapp über 100 Schaden. Und genau so ist es auch perfekt. Das ist, glaube ich, manchmal auch gar nicht so verkehrt. Wenn man zum Beispiel 98% Schaden hat oder so. Dass man sich dann einfach nochmal einmal von einer schwachen Attacke treffen lässt, dass man die Fee hier benutzen kann. Ich glaube, das ist wirklich manchmal eine ganz gute Idee. Dann hat es wirklich manchmal Sinn, wenn man sich mit Absicht treffen lässt. Das ist eigentlich auch selten der Fall in diesem Spiel. Aber hier schon. Okay. Jetzt gegen die nächsten Monks. Hier ist mir übrigens aufgefallen, warte mal, das kann ich euch mal kurz zeigen. Wenn wir hier gegen Olimar, den Villager und Bowser Jr. kämpfen, das sind, glaube ich, immer die ersten drei von dieser Stage, dann haben die alle ihr alternatives Kostüm an. Also der Villager ist ein anderer, ist eine Frau diesmal, dann hier kämpfen wir gegen Alf und hier gegen Morten. Also das ist jedes Mal anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ob das schon irgendwie so gewählt wurde. Weil ich glaube nämlich, die drei sind eigentlich so ziemlich die einzigen, die das machen, oder? Ja, ich weiß es nicht sicher. Obwohl, nee, ich habe, glaube ich, auch schon mal bei Little Mac, als ich gegen ihn gespielt habe, ganz am Anfang im All-Star-Modus, da habe ich ihn auch schon mal in seiner, ja, in diesem komischen Outfit da gesehen, in diesem grünen Zeugs da. Ihr wisst schon, was ich meine, dieses Wireframe-Outfit oder wie auch immer das heißt. Also anscheinend sind die drei hier, also Olimar, der Villager und Bowser Jr., nicht die einzigen, die das machen. Aber ihr könnt ja sehen, alle anderen Charaktere, oder fast alle anderen zumindest, haben ihr ganz normales Outfit. Aber es gibt anscheinend ein paar, die irgendeins haben können von ihren Outfits. Wahrscheinlich halt diejenigen, die ein komplett alternatives Outfit haben. Weil die meisten, oder zumindest viele Charaktere, haben ja einfach nur Farbänderungen. Aber in diesem Smash Bros. Ist es ja auch so, dass einige komplett neue Charaktere darstellen, wie eben zum Beispiel Bowser Jr. oder der Villager oder eben Olimar mit Alf. Und wahrscheinlich haben dann nur solche hier ihre alternativen Kostüme. Würde ich zumindest mal vermuten. Okay. Dann kommt jetzt schon die letzte Stage. Und auch wenn wir nur relativ wenig Schaden haben, werde ich meinen Herzcontainer benutzen, weil es eben die letzte Stage ist.
Jo, und dann geht's mal los gegen die neuesten Nintendo-Charaktere. Zumindest die neuesten aus diesem Spiel. Bereit? Jo. Wir haben ja schon, als wir das erste Mal. Boah, mit einer Smash-Attacke gekillt, nice. Wir haben ja schon, als wir das erste Mal den All-Star-Modus gespielt haben mit Zelda, gerätselt, wer von diesen hier denn jetzt wirklich der allerneueste ist. Und ich glaube ja, es ist Greninja, ne? Bei Pokémon XY ist doch das neueste von all den Spielen hier. Ich glaube schon. Müsste auf jeden Fall so sein. Zack und zack. Einfach in die Gegner reinlaufen und den Smash oben machen. Das ist auch ganz cool. Deswegen, ich mache den Smash oben ziemlich gerne. Weil der Smash oben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt gleich. Der Smash oben ist die einzige Smash-Attacke, die man machen kann während dem Rennen. Also wenn ich jetzt hier entlang renne und ich will den seitlichen Smash machen, dann geht das nicht. Dann muss ich vorher erst abbremsen. Und das gleiche gilt für den unten Smash. Wenn ich renne und ich drücke nach unten A, dann mache ich einfach die Rennattacke. Und wenn ich seitlich A drücke, dann ist das gleiche. Wenn ich aber nach oben A drücke, dann kann ich das schon machen, aus dem Rennen heraus. Und deswegen ist der nach oben Smash eigentlich ziemlich cool. Und das ist aber nicht nur bei Luigi so, das ist bei jedem einzelnen Charakter so. Wenn ihr rennt, dann könnt ihr sofort den Smash nach oben machen, aber all die anderen Smashes, also den nach unten und den seitlichen, den nicht. Dafür müsst ihr erst stehen bleiben. Okay. Wieder was gelernt. Und wir kriegen Luigi als Trophäe in seinem Feuerball-Outfit, glaube ich. Bei Mario ist ja auch schon das Feuerball-Outfit. Und ich glaube, er macht gerade seinen Spot nach unten, wo er mit seinem Fuß so entlang tritt. Auch einer der ganz, ganz wenigen Charaktere, die mit ihrem Spot Schaden machen können. Vielleicht sogar der einzige. Also ich weiß, in Brawl gab es auch noch Snake mit seiner Kiste, in der er sich versteckt hat. Der konnte ja auch noch damit Schaden machen, weil die konnte er ja durch die Gegend werfen. Aber ich glaube, abgesehen davon ist Luigi der Einzige. Und Snake ist ja hier nicht mehr dabei. Deswegen ist, glaube ich, schon so, dass Luigi in diesem Spiel der einzige Charakter ist, der mit seinem Spott angreifen kann. Was auch ziemlich witzig ist. Vielleicht gibt es auch noch einen und der fällt mir gerade nicht ein. Oder einer von den neuen hat einen Spott, mit dem er Schaden machen kann. Aber ich glaube eigentlich nicht. Wenn ihr da genaueres wisst, dann schreibt das mal in die Kommentare. Weil, ja, ich glaube eigentlich schon, dass Luigi der Einzige ist, aber vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Und wir sehen auf dem Bild vier verschiedene Luigis. Links den ganz normalen, dann einen War-Luigi-Luigi, dann einen Feuerball-Luigi und dann noch einen rosanen Luigi. Und die werden auch hinten auf dem Monitor nochmal abgebildet. Ah, da fehlt noch was. Und sie reiben sich gerade all ihre Nase. Sehr interessant. Mach mal. Ich glaube, seine Nase reiben ist aber nicht mal ein Spott von ihm. Wo fehlt mir noch was? Ach da. Ist nicht mal ein Spott von ihm, sondern das ist einfach nur was, wenn ich ruhig stehen bleibe und nichts mache. Oder? Wartet mal. Moment. Weil da machen die Charaktere ja auch immer so Animationen. Ja genau, er kann sich auch an seiner Nase ziehen. Oder ist es doch ein Spott? Ich weiß es gerade nicht. Mach was, Luigi. Ne, er kann sich noch im Kopf kratzen. Ja, und noch was? Ich mach mal schnell die Credits durch. Ne, irgendwie ist es doch ein Spot? Ne, ist es nicht. Ich glaube, das macht er irgendwann. Oder? Hä, wie haben die denn das überhaupt hinbekommen? Bin ich gerade irgendwie zu blöd dafür. Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Okay. Dann war das der erste Part hier im All-Star-Modus auf schwierig. Wir haben noch einiges vor uns mit allen Charakteren, nämlich aber es wird schneller gehen als der klassische Modus, weil ich mir ja immer zwei Charaktere pro Part vornehme und ich denke, das werde ich auch immer hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Ja, und wenn es euch bis hierhin gefallen hat und jetzt auch der Anfang des All-Star-Modus gefallen hat, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, gerne auch noch meinen Kanal abonnieren und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir mit dem Dream Team überhaupt spielen werden, nämlich mit Peach und Bowser. Also, bis zum nächsten Mal.